Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ich frage mich heute, was hat Corona uns Positives gebracht? Würden Sie sagen, Scheiße, diese Frage hatte ich jetzt von dem ja gar nicht erwartet, der macht doch immer nur alles runter. Nun ja, das hat ja wohl auch seine Berechtigung, nicht wahr? Okay, Sie wollen sich nicht runterziehen lassen. Sie wollen das Positive im Leben sehen. Sie wollen einen positiven Ausblick. Und dazu möchte ich dann einfach mal sagen, wir wissen jetzt, wer die wirklich guten Freunde sind. Wir wissen jetzt, auf wen wir uns überhaupt nicht verlassen können. Das ist sehr viel wert. Das ist wirklich sehr viel wert. Wir kennen jetzt die Ängstlichen. Und wir kennen jetzt die Mutigen. Wir können, wenn wir uns mit unseren guten Freunden zusammentun, viel stärker, fröhlicher, menschlicher sein, als wir es jemals zuvor waren. Wir wissen jetzt, was systemrelevant ist und was nicht systemrelevant ist. Aber wissen Sie was? Das wusste ich schon immer. In meiner Familie haben wir nicht systemrelevante Hobbys, aber wir haben alle systemrelevante Berufe. Ich weiß nicht, ob ich das schon irgendwie geahnt habe, aber ich bin tatsächlich bestens vorbereitet auf diese gesellschaftliche Katastrophe. Und das, was ich jetzt gerade erlebe, ist von daher positiv, weil es mich bestätigt in allem, was ich bisher gedacht und getan habe. Ich bin erschüttert über das, was manche Menschen tun, denken, wie sie mit anderen umgehen, und ich bin trotzdem positiv, dass diese negativen Beispiele sich in bereits kurzer Zeit in sehr positive Effekte wandeln werden. Weil niemand möchte schlecht behandelt werden. Wir möchten alle für das, was wir tun, geliebt werden. Aber ich kann niemanden lieben, der sich mir zuliebe eine Maske umbindet. Ja? Das mag Leute geben, die sowas tun. Die dann sagen, okay, das sind meine besten Freunde. Also diese Leute, die ich gar nicht erkennen kann. Aber das ist bei mir nicht so. Ich glaube, uns allen ist nochmal bewusst geworden, wie wichtig uns die Natur ist. Wie wichtig es ist, auszuschlafen. Mir ist bewusst geworden, wie fragil meine Gesundheit ist. Dass mich die kleinsten Aufregungen in einen Zustand versetzen, von meinem Körper quittiert wird mit Herzflimmern. Möglicherweise später, wenn ich ein bisschen älter bin, auch mit Schlaganfall oder Herzinfarkt. Ich bin vorbelastet und ich kümmere mich jetzt vermehrt um meine Gesundheit. Auch das ist ein sehr positiver Effekt. Somit, so leid es mir tut, Corona hat auch positive Effekte. Weil Corona uns zurückwirft auf uns selbst. Wir müssen uns mit uns selbst beschäftigen, müssen über uns selbst nachdenken. Wir müssen sehen, wo wir im Leben stehen, was wir im Leben wollen. Für junge Leute ist es sehr wichtig, eine tragende Perspektive fürs Leben zu haben. Werte zu haben, an denen man sich orientiert. Ich meine jetzt nicht irgendeine ideologische Haltung, sondern ich meine jetzt das, was wir für uns persönlich direkt
umsetzen können, damit wir ausgeglichen sind, damit wir im Alltag bestehen können, damit wir nicht überfordert sind. Nun gut, fasse ich es mal für mich kurz zusammen. Ich habe gemerkt, dass ich mich selbst mehr ins Zentrum meines Lebens stellen muss. Die Außenwelt ist für mich kaum beeinflussbar, aber meine Gesundheit ist sehr wohl von mir beeinflussbar, indem ich im richtigen Moment den falschen Leuten ein lautes Stopp zurufe. Hier geht ihr zu weit. Hier ist meine rote Linie überschritten. Und mich nach Möglichkeit zurückziehe in die Natur, in die Ruhe und zu mir finde. Das ist eine der positivsten Erkenntnisse von Corona, die ich während dieser Zeit gewonnen habe und nach der ich jetzt handle.